Ich bin Julian Rentsch, bin Illustrator und Designer und lebe und arbeite in Hamburg. Ich habe angefangen mit Graffiti vor ca. 15 Jahren und habe seitdem viele freie Arbeiten in der Richtung gemacht. Also habe angefangen mit großen Arbeiten, Wände bemalt und Leinwände bemalt am Anfang und habe dafür schon immer Vorskizzen gemacht und bin über die Jahre eigentlich immer mehr zur Zeichnung gekommen, weil es mir mehr lag. Und hatte eigentlich aber immer schon mit Gestaltung zu tun, kann man sagen. Also zuerst beginnt eigentlich alles immer mit einem schnellen Scribble, mit einer schnellen Zeichnung. Dafür benutze ich meistens einen sehr harten Stift, sehr dünnen Stift, um nicht zu hohen Kontrast zu haben, um das erstmal ganz grob vorzuzeichnen, um Dinge noch radieren zu können. Wichtig bei Stiften, wenn ich zeichne, ist, dass ich eine gute Differenzierung habe von den unterschiedlichen Federn. Rotring hat ein sehr breites Spektrum an Stiften, sehr unterschiedliche Stifte und jeder einzelne Stift ist sehr differenzierbar, also dass man unterschiedliche Minen einsetzen kann und das ist für meine Arbeit wichtig. Hauptsächlich mache ich Collagen aus Zeichnungen und anderen Elementen. Als erstes mache ich eine grobe Skizze, dann arbeite ich es mit einem weicheren Bleistift mehr aus. Dann gehe ich rüber zum Scanner, scanne den Vogel ein in mehrere Teilen, baue ihn dann digital in Photoshop wieder zusammen, dass es wieder eine Illustration ergibt. Nachdem ich die Datei dann an den Laser gesendet habe, wird das Material, in diesem Fall Holz, graviert. Jetzt haben wir unterschiedliche Ebenen, die werden mit verschiedener Intensität gelasert, sodass wir eigentlich von ganz heller Struktur bis zu ganz verbrannten, dunklen gelasert haben. Jetzt am Ende kann man das gelaserte Ergebnis mit der Zeichnung vergleichen und kann eben entscheiden, ob man einzelne Elemente nochmal lasert und wie gut das Ergebnis geworden ist bezüglich der Tiefe und der Intensität des Lasers.